Ja, Leute, herzlich willkommen für alle, die gedacht haben, sie schauen lieber später ins Rennen rein. Es tut mir leid, das Rennen ist bereits beendet. Wir machen jetzt aber so ein bisschen mehr Spieler heute und morgen, bevor es dann Montag in Spanien weitergeht. Und ja, wir schauen uns das hier mal an. Und gehen hier einfach mal in eine Session rein, machen mal so ein bisschen Multiplayer. Habe ich noch nie gemacht bei F1. Ist für mich jetzt das allererste Mal. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, was es hier für Fahrhilfen gibt. Lassen wir einfach mal so, wie es eingestellt ist. Dürfen wir... Sind wir nicht dabei? Bolidenleistung ist gleich, das finde ich schon mal gut. Aber... Session läuft, Rennen 5 von 5. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, oder? Ja, müssen wir kurz warten, Leute. Also, bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Wir machen weiter. Wir nehmen unseren Sahara. Was? Whatever. Das ging ja relativ schnell. Ach, verfügbare Fahrer. Ja, da müssen wir... Fahren wir sauber. Gut, so, ich muss mal eben ganz kurz hier das aufschreiben, dass es fertig ist. Ja, und dann bin ich mal wirklich sehr gespannt, ob das bockt oder nicht. Und unsere beiden Saharas sind tatsächlich schon weg, ne? Sauerei. So, und es geht los. Also, ich bin mal gespannt, mein erstes Multiplayer-Rennen. Vielleicht sollte ich Upload-Start beenden, einen Moment. Das könnte sonst Probleme geben. Wenn ich offline spiele, macht das natürlich nichts, aber so ist es natürlich dann nicht so schlau. Schauen wir mal, wie es wird. Nicht, dass wir hier wegen dem schlechten Ping dann rausgeschmissen werden. Ja, wie gesagt, Montag geht es dann weiter mit dem nächsten Offline-Rennen bzw. Training. Auf geht's. Ja, schön, dass wir recht weit hinten fahren, starten. So, es ist mit Kollision. Super. Oh mein Gott. Das ist ja übel, ey. Ja, das ist wahrscheinlich das Problem an Multiplayer-Rennen. Da gibt es einfach zu viele, die hier abschießen, Leute abschießen. So, der andere wird uns hier wahrscheinlich auch gleich mitnehmen. So, das ist zum Glück gut gegangen. So, der Sauber hat uns sauber überholt. Alles gut. Ja, man muss ein bisschen Angst haben vor denen, die hinter einem sind. Wenn die genauso scheiße fahren wie wir, dann kann das übel enden. Ich weiß gar nicht, ob es DRS hier gibt.
So, das ist unser Teamkollege hier hinter uns. Ich hoffe, der macht keinen Scheiß. Ein bisschen Angst. Ah! Ja, hier kann man nicht überholen in den Kurven. Ja, sehr schön. Platz 6 läuft. Sind wir gut durchgekommen, haben wir Schwein gehabt. Ja, es gibt auch noch die Anfängerstufe, in Anführungszeichen. Da sind es nur drei Runden. Gibt es keine Kollision, das ist mehr oder weniger Zeitfahren, ne? Da könnten sie theoretisch alle von der gleichen Position starten. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Ja, lass mir noch weniger Platz. So, ich finde sowieso viel spannender, hinter welchen herzufahren. Ah, scheiße. Wie der den da absichtlich abgeschossen hat, ne? Wegen sowas ist es dann immer schade, ne? Da fährt man denn hier und dann wird man völlig absichtlich abgeschossen. Das verdirbt einem dann die Laune, wenn man das hier halbwegs ernst nimmt. Also ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich das jetzt super ernst nehme, aber wenn man hier jetzt 10 Minuten gefahren ist oder 5 Minuten oder 6, 7 Minuten gefahren ist, dann und dann abgeschossen wird, das ist dann auch irgendwie schade, ne? Ich weiß gar nicht, ob es hier so eine Art Pünktchen oder Ränge oder sowas gibt, ne? So für die Langzeitmotivation. Das wäre ja auch sehr, sehr witzig. Das ist eine tolle Linie, die wir hier fahren. So, aber unser Platz 5 sieht eigentlich recht sicher aus, ne? Und das Schöne ist, wir können Scheiß auf die Reifen geben bei 5 Runden. Das ist was ganz anderes, als wenn das denn 55 Runden sind statt 5 Runden. Was ist eigentlich, wenn man Start drückt? Ach, dann fährt der so weiter. Ist ja lustig. Wahrscheinlich ist das sogar besser. Ja, ich glaube, der hinter uns... Oh, das ist, glaube ich, der den anderen abgeschossen hat. Ist das der Blaue? Dann haben wir ein Problem. Ja, der sollte nicht an uns rankommen mehr. Der wird uns töten, glaube ich. Also, wenn man Start drückt, dann gibt es einen Autopilot, der aber wahrscheinlich ein bisschen langsamer fährt. Aber der wenigstens weiterfährt, ne? Falls mal was an der Tür klingelt oder man mal sich kratzen muss, so wie ich eben...
Ja, und der kommt ganz schön ran. Hat genau eine Sekunde Abstand. Ich hoffe, das reicht nicht für DRS. Ah, oh, der fährt gute Linien. Ah, das war ein Fehler. Der wird jetzt hier vorbei. Ist gar nicht der Blaue. Der wird aber aggressiv. Sollten wir vielleicht dann auch mehr. Also hier und da auch ein bisschen mehr reinschneiden. Ja, DRS-Zone sehe ich gar keine. Das ist eigentlich, wenn man abkürzt, wenn man jetzt hier geradeaus durchknattert. Ja, möchte ich gar nicht ausprobieren. Naja, Platz 6 von 16. Ist doch okay. Fürs erste Online-Rennen. Ja, fand ich eigentlich ganz lustig jetzt, ne? Als Entschädigung, weil wir das Rennen so kacke gefahren haben, das letzte, mache ich noch ein Rennen. So, ich hoffe, irgendwo läuft eine Zeit runter für die letzten, dass wir da nicht nochmal alles abwarten müssen, weil der ist ja gerade hier. Oder wir switchen mal ein bisschen durch. Ah ja. Pünktchen. Sehr gut. Na gut, wir sind ja gerade erst eingestiegen. Die anderen haben schon ein paar Pünktchen mal hier eingesammelt, ne? 124. Und ein Achievement, ne? Dafür war es wert. So. Das nächste Rennen machen wir auch noch und nächste Folge dann auch nochmal zwei, ne? Vielleicht nochmal auf einen neuen Server oder so, gucken wir mal. Aber das ging ja eigentlich ganz gut, ne? Also wir achten jetzt nicht auf die Gesamtwertung, das wäre ja Quark. What's up, fellas? So, wir nehmen Ferrari. Vielleicht starten wir dann weiter vorne. Manse. So, 20 Sekunden noch. How's the racing been here so far? Pretty clean. Naja, clean ist was anderes, wenn ich mir den Start eben angeguckt habe. Da sollte man zusehen, dass man ungeschadet durch die erste Kurve kommt, dann ist das Treppchen sicher, mehr oder weniger. So, und aus bandbreittechnischen Gründen können wir nur die drei nächsten von uns entfernten Spieler auf der Strecke hören. Ist ja auch lustig. So habe ich das jetzt zumindest verstanden. So, und schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, was kommt nach Japan? Ich
hoffe nicht irgendwie Monaco oder so eine Kacke. Also im WM-Kalender kommt Monaco auf keinen Fall nach Japan, aber ich weiß jetzt nicht, kommt denn jetzt Abu Dhabi schon oder Brasilien vielleicht? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube Brasilien, ne? Fände ich auf jeden Fall ganz cool. Nee, das ist nicht Brasilien. Was ist denn das? Wo sind wir denn? Tja, wo sind wir denn? Ungarn vielleicht? Den Start habe ich total verpennt. Italien. Wir haben eine Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtrennzeit am Ende verrechnet wird. Kann ich wohl mit leben, ne? Dafür sind wir da hell durchgekommen. Die 10 Sekunden, naja, da pfeife ich doch drauf. Ja, Italien. Ja, passend zu dem letzten WM-Rennen. Na, ich weiß gar nicht, ob jetzt zwischendurch Formel 1 war. Aber das war ja vor kurzem erst. So, wir müssen nur zusehen, dass wir zu Platz 4 10 Sekunden Vorsprung haben. So, und wir haben auch einen Ferrari. Das heißt, wir sind hier eigentlich Publikumsliebling, haben wir aber noch nichts von. Und ich meine, in der ersten Kurve bei 10 Sekunden Strafe lohnt es sich ja total, da durchzuknattern. Alleine den ganzen Trouble, den man da aus dem Weg geht, ne? Ah, mein Fehler. Yo, thanks for leaving the feather wire. Feather wire, appreciate it. War das der, der eben geschnackt hat? Ich habe das gar nicht gehört. Oder gar nicht gesehen, wer das war. Aber ich würde schon gerne an dem dranbleiben. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Oh shit. Ah, sorry. Das war mein Fehler. Überschlagen wir uns hier noch. Ja, kacke. Aber es sind gar keine Beschädigungen an, ne? Das ist schon mal das. Das ist schon mal das Gute. Aber die Reifen sind dreckig. Alter. Der zieht aber voll nach rechts. Da geht ja gar nichts mehr. Also ich weiß nicht, warum das Auto gerade so scheiße fährt. Wir haben ja gar kein fettes Gemisch an, ne? Ist ja auch total doof. Ja, schade. Ich habe den abgeräumt. Das war nicht meine Absicht. Ach Mensch, schade. Doof gelaufen. So, das heißt, jetzt müssen wir eigentlich, wir haben jetzt
2 Sekunden Vorsprung. Da müssen wir 10 draus machen, weil wir am Ende noch was drauf bekommen. Das wird schwer genug. Ja, doof, ne? Da waren wir schön an den dran, aber der ist doch relativ früh auf die Bremse gegangen. Es ist natürlich richtig, dass es hier Strafen gibt, ne? Ist ja klar. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,5 Sekunden. So, jetzt sind wir aber wieder einigermaßen im Rhythmus drin. Aber die hinter uns sind jetzt auch nicht so langsam. Die können wir ganz gut auf Distanz halten gerade. Blöd nur, dass wir halt noch 10 Sekunden drauf bekommen, aber naja. Müssen wir mal gucken. Dann sind wir wahrscheinlich 6. Ah, oder der ganze Pull kommt dann noch vorbei. Das wäre bitter. Ach, scheiße. Leck mich am Arsch, wenn der mal nicht gerade durchgefahren ist. So, der hinter uns, der hat eben die schnellste Runde gefahren, also das ist kein schlechter. Gibt es aber DRS, der wird jetzt vorbeigehen. Ah, ich dachte erst, wir kriegen den noch, aber wir kriegen ja sowieso noch eine Zeitstrafe, also ist das auch egal. Ja, doof, dass wir den da mitgenommen haben, ne? Wo wir so relativ gut lagen, gut in Position. Ärgert mich ein bisschen. Ach, schade, schade. Na gut, nach dem Start war es ganz okay. Die 10 Sekunden Strafe hier war ganz okay dafür, dass wir dann Zweiter waren, den ganzen Verkehr da. Aus dem Weg gehen konnten. Also es ist eigentlich ganz lustig, ne? Aber man ist halt echt darauf angewiesen, dass es keine Arschlöcher gibt, ne? Platz 8. Alter, 2 Strafen. Plus 12. Da haben wir aber richtig was mitgenommen an Strafen. Naja, gut. Also Leute, nächste Folge geht's weiter. Wir machen nochmal 2. Morgen und übermorgen geht's hier weiter und ich hoffe, ihr seid wieder mit an Bord. Bis dann.